Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, ihr Masochisten. Wir spielen Cuphead und sind nur am Sterben, aber wir haben es geschafft. Das Run and Gun haben wir in der letzten Folge gemacht und dadurch hat sich diese Brücke hier eröffnet, wo wir denn hier drüben sind. Keine Abkürzung mehr, aber wir haben ja ein paar Münzen bekommen, die wir jetzt mal nutzen wollen. Haben wir nicht alle Gegner besiegt? Grimm Zündholz fehlt noch, wo ist der denn? Mal gucken. Wir gehen jetzt mal in den Shop rein. Gratisladen betreten. Wir treten mal. Hallo. Was können wir denn gucken? Kreisel, Ex, Jumbo-Praller. Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden. Rückwärts zielen für maximale. Zusätzlicher Trefferpunkt auf Kosten deiner Angriffskraft. Also ich will meine Angriffskraft will ich nicht verlieren, deswegen behalte ich das. Ich hoffe, es stört euch nicht. Einfach so. Ladung. Für mehr Schaden Angriff gedrückt halten. Kein Schnellfeuer. Daher zählt Präzision. Ah, kann man natürlich auch mal zwischendurch mal setzen, ne? Zucker, automatisches Parieren. Die erste Parade erfolgt automatisch. Du musst dazu nur springen. Hm. Ich finde irgendwie ist noch gar nicht so viel Geiles dabei. Wir behalten die Münzen nochmal. Vielleicht finden wir ja irgendwann nochmal was Cooles. Oder man muss auch was wegkaufen. Dann kriegt man was Neues, ne? War das nicht so? Machen wir in der nächsten Runde. So, gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Hier war das ein. Was hier? Hier was noch? Ein Turm. Ah, warte mal. Den Turm haben wir noch nicht. Dann suchen wir uns den Turm mal. Durch, Joa. Gut. Hier bringt uns ja noch nichts. Wir können auch nicht zu Tintenfass rein. Wir müssen ja erstmal die ganzen anderen Dinger haben. Was ist er denn hier? Hallöchen, Leute. Wollt ihr meine kleine Show sehen? Angeblich ist Jonglieren fast so schwer wie Parieren. Der Anfang ist schwer, aber schon bald kann man sie fließend miteinander verbinden. Hoffentlich schaffe ich irgendwann mal vier. Ja, auf einmal. Ja, das wäre doch was, oder? Na. Gut. Gucken, was uns hier drin erwartet. Feurige Reise. Okay. Und. Ich bin auch ein bisschen verspannt. Dadurch, dass man wirklich. Mein rechter Daumen ist komplett platt. Dauerfeuer drücken. Oh, ein Drache. Gleich mal auf ihn schießen. Oh. 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 Okay, das ist ein. Oh, was ist hier los? Da kommt einer von unten auch noch. Wer denn? Oh. Oh. Eieiei. Oh. Noch mit zwei Bällen gleichzeitig. Nein. Oh. Okay, haut ab. Und jetzt? Er fliegt da hinten ganz schnell. Ah, komm von hinten. Was ist hier los? Ah! Ah! Oh! Fies ist das Ding denn, ey! Aber die Hälfte schon geschafft? Okay, nochmal. Los! Auf den Drachen halten. Ah, okay. Dann kann ich mal springen. Ah, das Ding von hinten ist auch fies, ne? Was da kommt. Von unten meine ich, dieser Tentakel, was da ist. Das ist ein Schwanz, ist es, glaube ich, ne? Oh. Da ist ein Schwanz, ne? Oh, was mache ich denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Okay. Da müssen wir uns irgendwas überlegen, was am einfachsten geht. Da. Und von hier unten mal. Oh. Okay. Okay. Hallo Affe, stirb! Okay, jetzt haut er ab. Gut, jetzt kommt die Zunge von unten, ne? Muss ich hier mal hinstellen schon vielleicht, mal selber schießen. Ah, das... Ah, da ist denn da... Hier unten, die hüpfen da so ein bisschen. Oh nein! Das ist ein fieses Teil und oh. Oh. Okay. Muss man im Auge behalten. Dann geht's, glaube ich, aber. Andere Richtung. Schieß da.
Ah, wir haben ihn. Wir haben ihn. Dann ist er kaputt. Oh. Mein Superschuss. Oh nein. Habe ich keinen Superschuss? Doch, hier. Okay. Oh nein. Ach scheiße, habt ihr gesehen? Also sobald man seine Kugeln trifft, also seine Schießkugeln, gehen die auseinander und schießen direkt auf mich. Also, das sind doof, die anzuschießen dann, ne? Gehen wir unten längst wieder. Das war nämlich ganz gut, unten rumzulaufen. Joa. Ah, okay. Ging schon mal ganz gut. Jetzt kommt er von unten wieder, ne? Muss noch ein bisschen. Oh. Ah. Oh nein! Ach scheiße, man darf kann auch durchfallen. Oh, man kann auch durchfallen durch die Wolken. Man kann auch durchfallen durch die Wolken. Wie dumm. Das hier am Anfang ist eigentlich gar nicht so schwer. Ah, oh, okay, das war nicht so. War nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Oh. Oh, okay, das machen wir gleich nochmal. Oh. Einmal zwischendurch. Oh, das war scheiße, weil die hier auch gerade diese Blitze geschossen hat. Na gut. Och, Mann. Oh. Oh, komm schon, platt. Oh, scheiße. Ah, es muss man auf vieles achten. Da muss man wirklich auf vieles achten. Aber wir sind schon in der letzten Phase fast, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Oh nein! Zwei Kugeln, der Spacko. Mist, da müssen wir euch durchkommen, ohne ein Leben zu verlieren, eigentlich. Oh. Okay. Wir müssen schießen. Oh. Ich würde sagen, mal nicht schießen, sonst treffe ich ja immer die Dinger da. A brawl is surely brewing. Now go.
Oh. Ah, super. Okay, jetzt müssen wir versuchen, die Leben mal zu halten, bis wir zu den Drachen da kommen. Oh nein. Komm schon hoch. Och man, jetzt haben wir echt. Fehlt mir alle hier auf einmal. Das ist doch bescheuert. Einmal versemmelt. Kacke, ey. So. Warum war ich nicht rein? Wie dumm war das denn? Klar triffst du mich. Und ich treffe sie auch. Ich sterbe auch gleich. So. Noch ein Leben. Finde ich ein bisschen uncool. Oh. Ja, man muss einfach nach oben springen. Wenn man nach hinten springt, dann fliegen die einem immer genau ins Gesicht. Ah! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein! Ich darf hier nicht schießen, echt nicht. Oh! Was ist er denn da? Hat einen Feuerlöscher an? Ich glaub's nicht. So, versuchen wir es nochmal. Ach man. Okay. Nein, in die falsche Richtung. Wie hindert war das denn? Ich verstehe noch nicht ganz, warum die Dinger mal nach links und rechts sitzen. Ob man die irgendwie steuern kann, wenn man in welche bestimmte Richtung springt? Ah, super.
Ach man, das war wieder schlecht, oder? Cool. Oh, komm. A brawl is surely brewing. You're up. So. Ohne Leben zu verlieren, das war natürlich nicht schlecht. Mal gucken, was das hier auch hinbekommen. Ach komm. Ah, das war klar. Mann, Mann, Mann. Warum spring hier? Oh! Scheiße. Action! Nein! Ach man! Das liegt daran, dass man durch die Wolken halt auch springen kann. Wenn man nach unten drückt und dann B, dann fällt er durch die Wolken. Aber komm schon. Scheiße. A brawl is surely brewing. You're up. Ja. Okay, das klappte schon mal ganz gut. Oh. Oh, komm schon. Oh, komm schon.
Die sehen auch alle gleich aus, oder sind, kann man sehen, dass die unterschiedlich hochspringen? Ich sehe das nicht. So ein Kack. Ah, super. Weißt du was? Versuchen wir mal eine andere Waffe. Vielleicht geht's mit einer anderen Waffe besser. Wir gehen mal raus und gucken, ob wir eine andere Waffe finden. Dann gehen wir mal zum Shop gehen. Das machen wir mal. Hopp. Verkaufen können. Haben wir ein paar Münzen, haben wir ja. Gibt's doch gar nicht. So am Losen ist die ganze Zeit. Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, rückwärts ziehen für maximale Reichweite. Okay, kaufen wir. Zusätzlicher Trefferpunkt, auf Kosten deiner Angriffskraft gibt es einen zusätzlichen Trefferpunkt, das ist doch scheiße. Du musst parieren, die Essbarkeit erfolgt automatisch, du musst dazu nur springen. Automatisches Anzeigenfüllung, super Anzeige füllt sich von selbst, plus einen eigenen Anteil. Ja super, hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Haben wir keine Kohle dafür. So, wir suchen mal die andere Waffe, mal gucken, ob das bringt. So, hier, was haben wir dafür? Jumbo-Abpraller. Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden. Rückwärtsziehen für maximale Reichweite. Der Schaden. Geringere Rate. Hohe Reichweite und wenig Schaden. Einziehen erforderlich. Hohe Reichweite. Standardwaffe. Hohe Reichweite. Dann hier. Mittlere Reichweite, guter Schaden. Und geringere Feuerrate. Ich nehme die mal. Unverwundbarkeit. Du durchquerst die Astralebene, um kurz unverwundbar zu werden. Was mehr? Bullet. Rauchbombe. Automatisch parieren. Die erste Parade erfolgt automatisch. Du musst dazu noch springen. Nee, die Rauchbombe ist auch gut. Gut, versuchen wir mal. Ist ja schon ein bisschen nervig, ne? Nimm Weiser. Überhaupt nichts erreicht. So. Komm schon. Du hast mir die Waffe noch ein bisschen behalten müssen. Soll ich dich daran annehmen? Oh. Okay, das ist nicht so toll. Und einmal. Okay, den haben wir überstanden.
Ach, guck mal. Kriegen wir den mal schneller platt. Das ist ja schon nicht schlecht. Oh nein. Den darf ich natürlich nicht treffen. Nein. Oh. Oh. Okay, aber mit der Waffe kommen wir relativ schnell durch dieses andere Ding durch, ne? Holen wir nochmal. Und nochmal die ganze Scheiße. Nein, warum springe ich denn? Ich hätte gar nicht springen müssen. Mit der Axt. Na gut. Dann kriegen wir den schnell kaputt, irgendwie ist mir aufgefallen. Oh. Oh nein! Aber das war gut. Das ist gut. No. Scheiße. Ah, Mann. No. So. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Es gibt's nicht, es gibt es nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Kaputt. Gut, jetzt müssen wir versuchen, hier durchzukommen, echt. Oh Mann! Nein! Komm schon, komm schon. Nein! Oh, ich könnte kotzen.
Oh. Komm schon. So. Schon wechseln? Komm schon. So. Alle drei leben, aber das heißt ja nichts, ne? Leider. Oh Mann. Ah, ich hasse es. Man darf nicht zu dicht drauf sein bei denen. Oh nein! Oh, der war fast tot. Der war fast tot. Ist nicht das möglich? Oh. Komm schon. Ah. Oh. Müssen aufpassen jetzt? Komm schon. Yes! Geschafft! Ah, geschafft. Alter, das war meine Nemesis, dieses Level. So ein beschissenes Level. Echt. Heieiei, ich habe noch kein Level so lange gesessen wie an diesem hier. Kacke, ey. Gut. Dann haben wir geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir den letzten auf jeden Fall. Ja, bis dann. Tschüss.